Hi, mein Schatz. Jessica? Ja, mein Hase. Deine Kamera steht schon wieder, ey. Hallo, mein Schatz. Hi, mein Hase. Du, lass mal mit dem nächsten Teil von Frank Baumann weitermachen, wo wir gerade so im Flow sind. Ja, können wir machen. Ich wollte nur mal kurz sagen, die machen ja momentan diese Retro-Sachen von der ehemaligen Mode von Werder, bringen die jetzt neue Sachen raus. Jetzt haben die Schuhe rausgebracht. Das wollte ich nur mal kurz so. Die haben was, oder? Ja, mega cool, oder? Ja, die haben voll was. Ich habe gedacht, das passt jetzt gerade da mal mit rein, weil wir gerade quasi so einen, ja, einen Rückblick ja auch quasi machen. Ich habe das heute schon an der Schule gesehen in Habenhausen. Da waren da schon die ersten Sticker überall geklebt. Das heißt jetzt irgendwie Sportverein Werder Bremen oder irgend sowas. Naja, gut. Okay. Kommen wir zum nächsten Teil von Viva Frank Baumann. Beziehungsweise. Jetzt ist ja immer noch quasi Echin der Manager. Wir haben 38 Spiele, 17 Legionäre. Durchschnittsalter ist gesenkt worden auf 24,4. Wir haben 21 Zugänge und 18 Abgänge. Jetzt, deswegen habe ich dir das ja gesagt, der Felix Wiedwald sollte dir was sagen, mein Engel. Hat 38 Spiele gemacht, wo du nicht mehr Sagt mir wusstest, was? wer das ist. Da hast du nicht gewusst, wer das ist, als ich das gesagt habe. Doch. Nein, da habe ich zu dir gesagt, weißt du noch, wer das ist? Da hast du gesagt, weißt du nicht mehr. Außerdem hat er hier so ein blödes Bild drin, also, wo er bei Frankfurt war und nicht bei Bremen. Das ist voll doof. Da hast du Also gesagt, sag mir weißt das nicht was. mehr. Da habe ich gesagt, das ist ganz schön traurig. So, kannst du sehen, Entschuldigung. dein letzter Verein quasi war der FC Emmen. Also bei Werder hat er nochmal ein Tor gestanden, hat da mal den ersten gemacht und danach hat er überall noch Ersatz gemacht. Ich meine, der ist mit 33 oder so auch jetzt auch in Fußballrente gegangen. Ja, da können wir nochmal so ein bisschen seine Leistungsdaten sehen. Das war nicht wirklich gut. Der hatte mal gute Spiele gehabt und viele schlechte. Am Ende, als er gegangen war, hatte er gerade eine Zeit gehabt, wo er gute Spiele gemacht hatte. Dann musste er aber gehen und dann kam ja Palenka. So, dann haben wir Ja. damals auch rumgejault, wie man Palenka nehmen könnte und ihn hat quasi gehen lassen, weil er gerade auf dem aufsteigenden Ast war. Und da hat man ihn abgesägt. Und jetzt, wo Palenka quasi geht oder vielleicht geht, weil Setti ihn beerbt hat, jaulen sie auch wieder rum. Kannst den Leuten das sowieso nicht recht machen. Ich muss das mal ausblenden. So, dann kann ich auch zurück. Wir sehen aber hier auch da wieder, Setti hat sogar ein Spiel gemacht in der Saison. So, wir haben in der Saison irgendwie. Ja, weil Wolf dauernd verletzt war und diese anderen beiden hier, den Ullschlegel und den Trimmel, kenne ich gar nicht. Der Trimmel ist aber schon 37 gewesen. Also, wir haben da eigentlich sehr viele alte Spieler drin, obwohl wir, wie ich ja eben vorgelesen habe, eigentlich so einen jungen Durchschnitt haben. Ja. Also, der Trimmel ist 37. Ja, es gibt eine große Überraschung in diesem Kader. Das will ich dir nicht vorenthalten, wenn du ganz runter gehst. Da ist mein ehemaliger Lieblingsspieler wieder da. Claudio Pizarro, auch mit 37 Jahren, ist wieder da. Hat sogar 22 Spiele von möglichen 32 gemacht und hat mit 37 echt 16 Tore geschossen. Ist das nicht krass? Das ist Ja, das ist richtig gut. Hier kannst du auch sehen, gut. dass der Izek Harlowicz. Der hat nicht ein Spiel mehr gemacht, scheinbar hier. Aaron Johansen, der war auch dauernd verletzt. Wenn er mal gespielt hatte, hat er echt Talent aufblitzen lassen, war da gar nicht mal verkehrt. Er war aber dauernd verletzt. Hat von 6 möglichen Spielen ein Spiel gemacht. Lorenzen, eingewechselt, glaube ich, gewesen. War immer Megatalent gehandelt worden, aber war nie wirklich gut. Finn Bartels hat hier 26 Spiele gemacht, 9 Tore noch geschossen. Uccia damals, ich weiß gar nicht, ob der heute in Köln gelandet ist oder wo der heute ist.
Hat auch 29 von 37 möglichen gemacht. Also wie gesagt, da ist ja immer auch die DFB-Pokal und sowas damit bei. Hat 14 Tore für uns geschossen. Unglaublich wichtig gewesen. Ja. Hier ist immer noch Skripnik quasi der Trainer. Hat aber jetzt seinen Notendurchschnitt quasi verbessert. Er hatte ja vorher einen von 2 gehabt, jetzt hat er auch von 1. Deswegen hieß es ja, dass Dutt ja der schlechteste Trainer war. Wenn du jetzt in dieser Saison jetzt auch mal siehst, hat er ja auch nur eine 1. Eingesetzte Abgänge. So, da kann man nochmal sehen, da haben noch welche uns verlassen. Da haben wir aber schon drüber gesprochen, deswegen überspringe ich jetzt diese Spieler alle, weil wir da drüber gesprochen haben. Ich wollte nur mal zeigen, dass Claudio Pizarro die Saison wieder bei uns war. Das war jahrelang mein aktueller Lieblingsspieler. Ich habe immer gesagt, wenn ich eine Frau wäre, würde ich den heiraten. Hey. Fand ich immer total toll. Ja, und dann kam quasi unser Eingewächs auf hier. Maximilian Eggestein, den haben wir auch mal, ich weiß gar nicht, wo haben wir den denn hingekriegt? Den haben wir auch nicht unbedingt von der Jugend, den haben wir, der ist nach Freiburg nachher gegangen, der spielt da heute noch. Doch, der hat die U19 und sowas hat der gemacht. Doch, den haben wir doch von der U19, zweite haben wir ihn geholt und Bremen, das andere wird nicht mehr gelistet, die anderen Jugendvereine. Ich meine, den haben wir dann aber auch irgendwo uns hergeholt. Er hat in Bremen bei uns 6 Jahre, einen Monat gespielt. Bei der zweiten 11 Monate. Bei der U19 11 Monate. So, und bei Freiburg ist er jetzt auch schon wieder 2 Jahre, 6 Monate. So lange ist der Abstieg schon wieder her, mein Hase. Wow. Ja. Torverhältnis 6. Einsätze bei 115. Hier hatte der bei uns 179 und hatte 14 Torereignisse. Das sind so seine Leistungsdaten, ne? Ja. Du weißt aber noch, wer das ist. Ja, der sagt mir noch was, Hase. Ja, das war leider ganz traurig. Der war ja auch in der Werder-Doku drin, ein Jahr zweite Liga, wo er quasi dann ja auch verkauft werden musste, weil Werder dringend Geld brauchte, ne? Weil er sagte, er wäre auch gerne geblieben, aber das Angebot war aus Freiburg so gut, ne? Weil Werder da ja quasi zweite Liga gespielt hat und da konnte er wieder erste spielen, konnte man ja auch verstehen. Ist auch ein mega Talent gewesen, hat aber am letzten Mannschaft bei uns quasi so einen Hänger gehabt, weil der auch immer starke Mitspieler brauchte. Und er war eigentlich fast alleine der einzig Gute. Und ja, Felix Groß und sowas, das haben wir alles besprochen. Lukas Fröde, ich meine, der war das, wo ich das zu dir gesagt hatte. Ich glaube, der war das. Muss ich mal gucken, der hat doch in Verteidigung gespielt, ne? Nee, Mittelfeld. Ich meine, das war ein Mittelfeldspieler, der war hinten links eingesetzt oder hinten rechts eingesetzt worden ist. Und ich meine, der war das, Lukas Fröde, der dann nachher dieses Mega-Gehalt haben wollte. Schon, genau, der war damals schon 29 Jahre alt. Und wo wir dann gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Weil hinten rechts war er dann richtig gut, aber dann wollte der so viel Kohle haben. Ich meine, der war das gewesen. Deswegen hat er auch so viele Spieler auf dem Zettel. Hier, Grillitsch, was ich dir gezeigt habe. Sechs von Werder, der spielt heute in Hoffenheim. Ja, was so ein bisschen traurig ist, der war gar nicht mal verkehrt, der war richtig oder ist heute noch richtig gut. Da war ja auch die Frage, als wer da wieder aufgestiegen ist, da waren sie ja scheinbar dran, den wieder zurückzuholen, aber der will so scheiße viel Kohle haben, dass das nicht zustande gekommen ist. Aber kannst du mal richtig sehen, guck mal, wie gut der ist. Der ist richtig gut. Ja. Ja, hat alles mal Werder ausgebildet. So. Dein Stadtkan, den weißt du ja noch. Hier, nochmal so ein alter Fußballopa mit Anführungszeichen. Ich habe ja eigentlich im letzten Video gedacht, wo ich dachte, der ist 34, da hat er aufgehört. Aber der ist immer noch dabei gewesen, Clemens Fritz. Da ist mit 35 ist er immer noch dabei. Ja. Trotzdem nicht der Älteste der Mannschaft. Also, die heben da deutlich den Altersdurchschnitt an. So, Ja. was ich dir aber zeigen wollte, ist eigentlich. Jetzt eigentlich ein Spieler, der eigentlich immer noch dabei ist. Der ist immer noch in der Werder-Mannschaft drin. Und das ist der Bekovic. Der ist ja theoretisch mit Werder verheiratet. Ne? Der ist immer noch da. Der ist da damals gekommen in der Saison und seitdem ist er da. Der ist Das heute ist doch gut. 28. Ja, der ist mit Werder verheiratet. Der ist in die zweite Liga mitgegangen ohne Probleme und ist mit aufgestiegen wieder und spielt immer. Mal gut, mal schlecht.
wie man hier so sieht. Ja. Der ist mit Werder, ist der verheiratet. Der ist in der Saison, sag ich ja, 15, 16 ist er quasi gekommen. So, seitdem ist er nicht wieder weg zu. Der hat in der Bundesliga 4 Tore geschossen bis jetzt. In der zweiten ein Tor, in der DFB-Pokal mal ein Tor. Im dritten haben sie ja nie, hat er ja nie gespielt. So. Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht. Ich habe hier ein Video gefunden. Trotz der Niederlage sind wir gut in Form und Oh das mein Gott! gut. Wir müssen einfach nur die Chancen vorne nutzen und hinten Sieht ja noch. ganz anders aus. Ich versuche einfach meinen Job zu machen und auch den anderen Spielern ja, zu helfen, weil Kommunikation ist auch wichtig auf dem Spielplatz. Lamine Sané spielt in der Mitte. Er muss halt auch uns Kommandos geben. Und ich muss zum Beispiel spielen links. Augustinsson, Delaini und ja, also jeder gibt jedem ein bisschen Kommandos, aber ich denke, ja, vielleicht sogar Sané ist in der Mitte und er muss halt auch die Linie schauen und schauen, wo wir sind. Er gibt auch die Kommandos. Ich bin zuversichtlich und ich denke, wenn wir so weitermachen, holen wir die nötigen Punkte. Das ist kein Problem. Da sieht man schon, das ist jetzt ein Video, das müsste quasi in die nächste Saison rein. Das habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen. Aber ich fand das mal ganz gut, weil da ja Spieler erwähnt hatte, der eigentlich in nächster Saison kommt mit Delaney und sowas. Die waren da jetzt noch nicht dabei in der Saison. Hier, Zimmerduell. Muss ich mal aufpassen wegen GEMA, wegen den Ton, ne? So, herzlich willkommen zur neuesten Folge im Zimmerduell. Heute mit Miloš Veljković und Iset Ajrović. Wer von euch zweien braucht länger im Bad? Hey, Mann. Sieht man das? Erstmals Uneinigkeit. Sieht man das? Ja, man sieht, dass das die falsche Antwort ist. Ja, okay. Schön. Fängt schon mal gut an. Wer von euch zweien ist der größere Morgenmuffel? Morgen. Also wer. Morgens schlechter drauf ist. Da seid ihr euch einig. Jawohl, erster Punkt. Ja, ich will gar nicht das ganze Video da anmachen, weil das eigentlich auch uninteressant ist. Das zeigt Ihnen nur mal, dass das eigentlich ein sympathischer Kerlchen ist, ne? Und guck mal, wie lange Ja. der schon dabei ist. Das sind Videos vor 6 Jahren und da war er schon dabei. Hier von der Deichstube. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Da feiert er Was Silvester. muss ich persönlich tun, um irgendwann wie du in einem Privatchat einer schönen Frau und Champagner ins neue Jahr zu fliegen? Das war schon lange geplant und von dem her, und die schöne Frau ist meine Freundin. Und ja, keine Ahnung, also ich muss das selber wissen. Ihr seid tatsächlich mit einem Privatjet, einer Flasche Champagner ins neue Jahr geflogen? Wo kamt ihr her? Wo seid ihr hingeflogen? Ja, von Zürich nach Monaco. Und habt dort Silvester gefeiert? Genau. Wie bist du reingerutscht? Wie kann ich mir so einen Silvesterabend bei dir vorstellen? Ja, es war einfach ein schönes, also raus essen gegangen und danach noch ja, ein bisschen ja, im Club ein bisschen. Also nichts Spezielles. Dankeschön. Da kannst du aber richtig sehen, dass das ein sympathischer Kerl ist. Ich wollte das nur mal so gezeigt haben, weil der eigentlich immer schon mit Werder verheiratet ist. Hier nochmal vor 5 Jahren seine besten Dinger. Deliveries. It's finished this time by Milos Milutinovic. His first ever goal in the Bundesliga.
aufpassen. Oder halte ich mal an, nicht, dass wir wieder GEMA-Probleme kriegen. Und Jessica, wenn du da einpennst, dann sag was. Dann hören wir das mit dem Video gleich auf. Bringt ja nichts, wenn du da jetzt wieder am Einschlafen bist. Du gehst immer zu Sandmännchenzeiten ins Bett. Stimmt ja gar nicht. Ja, du bist auch schon wieder am Pennen gewesen. Ich hätte das auch wieder gesehen. Beweise. Beweise, mein Engel. Guck dir gleich das Video an. Die Fans kümmern, oder die Leute, die das Video sehen, kümmern und ein Video schreiben, wie Jessica da am Träumen und am Schlafen ist. Das würde mich mal interessieren. Du nickst da voll weg. Deswegen sage ich ja, mit dir einen Film zu gucken abends, das lohnt sich nicht. Du bist nach 5 Minuten bist du weg. Ja, du brauchst so ein Hundehalsband wie bei den Hunden. Dann kriegst du immer so Elektroschocks, wenn du einpennst. Hallo, nicht so aggressiv. Hallo, wir haben letztens Ghostbusters gucken wollen. Ich musste den Film 5-mal starten, damit du überhaupt was mitkriegst. Hast du ihn überhaupt zu Ende gesehen? Weiß ich nicht. Ja, traurig. Ich wollte jetzt aber nur mal zeigen, dass hier Veljkovic eigentlich ein toller Kerl ist. Aber der ist nie wirklich gut. Das ist immer so Standard. Aber der ist mit Werder verheiratet. Der haut nie wieder ab. Ja, der bleibt bei uns. Ich weiß gar nicht, warum sie den Obrangiak nochmal als Zugang irgendwie werten. Verstehe ich nicht. Den Hüßler kenne ich nicht. Hat auch nicht gespielt. So, das ist nicht alles. Der Wiedwald, der kam, das war hier nochmal wichtig. Der Garcia. So, Florian Grilic, das ist Eingewächs. Lukas Frödes, weil ich glaube, es umsonst gekommen ist. Ja, das war auch nie so eine dolle Mannschaft. Ich müsste jetzt mal eben lügen, auf welchem Platz die denn gekommen sind, müsste ich nochmal eben nachgucken. Das Tolle finde ich natürlich, dass Maximilian Ingelstein damals aus der eigenen Jugend hochgezogen worden ist. Ja, das ist gut. Das müsste ich mal eben googeln. Werder Bremen. Tabelle. Und dann tippen wir da mal die 2016 ein. Bin mal gespannt, auf welchen. Die sind damals, aber auf welchem Platz die gelandet sind. Nach Hase? Ja. Sag mal, auf welchem Platz die gelandet sind damals. 10., 11.? 13. Platz mit 38 Punkten. Ich bin ganz schön dicht dran. Ja, hallo? Das ist so ungefähr, als wenn du Lotto spielst und 5 richtige hast, aber den 6. kriegst du nicht. Ahaha. Und dann hast du für Mittwoch angekreuzt und die Ziehung kam Samstag oder irgendwas. Ahaha. So, sonst sind aber keine großartigen Spieler drin. Ich will nochmal Claudio Pizarro aufrufen, weil das eigentlich mein Lieblingsspieler damals war. Der hat ja auch, das müssen wir auch nochmal vorstellen, der hat ja auch so viele, der damals gekommen ist bei Werder, den wollte ja damals keiner haben. Der musste ja quasi noch reingeprügelt werden im Verein und hinterher waren sie ja froh, dass sie den haben. Claudio Pizarro, da ist ein Abschiedsspiel gewesen. 40.000 Zuschauern, bestens gefüllt, um Werders Rekordtorschützen gebührend zu verabschieden. Ein besonderes Spiel, ein besonderer Moment, alleine schon der Einlauf für den Peruaner, der hier viele Fans, aber eben auch Familie und Freunde mit dabei hatte. Legenden hatten sich angekündigt, Joan Miku auf grün-weißer Seite, insgesamt 3 Teams. Auch die Bayern stellten eine Delegation, dazu gab es Claudios Amigos. Und jetzt einfach mal reingehorcht in dem Moment, als Pizarro erstmals wieder das Weserstadion betrat.
Man merkt ihm an, dass er richtig Lust auf dieses Duell hatte. Viele Werder-Legenden, die sich auch bei dieser Gelegenheit die Ehre geben wollten, Claudio Pizarro hier auch nochmal mit zu verabschieden. Tolle Stimmung schon im Vorfeld. Die Trikots wurden verteilt und dann konnte es auch langsam, aber sicher bei dieser besonderen Partie losgehen. Claudio Pizarro, im ersten Drittel insgesamt wurden 3x30 oh, wie süß. Im Trikot von Claudios Amigos. Und da weiß ich nicht, ob wir das zeigen dürfen, dass wir wieder GEMA-Probleme kriegen, aber da war quasi sein Abschiedsspiel. Da hast du auch noch gesehen, dass die ganzen ehemaligen Werder-Spieler da waren. Da hast du auch noch mal den Miku gesehen, der Zehner, den Werder ja also dringend heute vermisst. Mal gucken, ob man die Vorstellung bei Werder, ob man das noch findet. Und damals gekommen ist mit seinen. Da ist er nochmal gekommen. Der ist so auch bei Werder gewesen und dann wieder weggegangen nach Bayern und sowas. Guck mal, der ist da vorgestellt worden. Aber ich suche das eigentlich das allererste. Das hier ist wohl das allererste. Und das war leider auch nicht das allererste, aber da kannst du sehen, wie der gehypt worden ist. Der ist echt eine Legende gewesen, ne? Also keiner ist so beliebt gewesen wie Pizarro eigentlich. Außer Ayrton vielleicht noch. Das sind ja Leute, die. Dann ist er zum FC Bayern gegangen. Abschiedsspiel, der war auch eine Legende in Bremen. Also den kennt eigentlich jeder, den sollte jeder kennen. Der ist ja auch hier bei dieser Bayern-Verarschung, was den Leben sich gerne anguckt. Ist der ja da auch mit drin gewesen, ne? War ja auch bei Bayern. Montana war es mit dem HSV. Montana hört er gerne die Verarschung von HSV? Ja. Okay. Aber das ist ein richtig guter gewesen. Ja. Also Peruana, den habe ich gerne geguckt. Hier den Johansen, leider dauernd verletzt gewesen. Ja. Wenn wir mal auf die Abgänge gehen. Da ist der Öztunali nach Bayer Leverkusen der zweite gegangen. Guck mal, der war so schlecht. Der ist bei Bayer Leverkusen zu der zweiten Mannschaft gegangen. Obwohl er bei uns in der ersten hätte spielen können. Weg. Ja. Keine Leistung gebracht. Das ist quasi der Enkel von Uwe Seeler gewesen. Der Lukinja, ich glaube, der war nur ausgeliehen. Dann ist er da abgehauen. Der Obraniak, ich sag ja, der ist nach einem Jahr wieder weg gewesen, das war nichts. Der Marki, die haben wir schon drüber gesprochen, der war auch derbe schlecht gewesen, der war weg. Da hat hier die Sandro, das hat er abgehauen am Tag der Fans, wo ich ihn ja so sauer und böse war. Der Selke ist damals nach Leipzig gegangen, da haben wir noch viel Kohle gekriegt. Ich glaube, der Selke war zuerst weg und nachher ist auch die Sandro abgehauen am letzten Tag, dass der ich ihn so böse war, dass er nicht wirklich Stürmer mehr hatte. Ja. Der Gründe, Pizarro in den hohen Alter dann noch zurückzuholen, weil er den da quasi noch durch vereinslos noch verpflichten konnte. Sonst hätten die bestimmt nicht zurückgeholt. Hier Castells, worüber wir gesprochen haben im letzten Video, der ist jetzt wieder nach Wolfsburg zurückgekehrt, ne? Mhm. Ich glaube hier der Pepi, der war glaube ich auch mal wichtig gewesen, hat Abwehr gespielt, der war mal ganz wichtig für Werder für die eine Saison. So, das sind quasi so die Zu- und Abgänge, was der Echin gemacht hat. So, und da ist immer noch Skripnik der Trainer, aber da ging es langsam schon bergab. Obwohl die eigentlich immer noch im unteren Drittel quasi. Musst du denn auf Klo? Ja, aber quasi auf den unteren Drittel immer noch gehalten haben. Wie der aktuelle Stand hier ist bei uns gerade, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir uns noch irgendeinen angucken können. Haben wir noch Zeit?
Ah, dann müsste sich auch bald melden. 5 Minuten haben wir noch. Schaffen wir vielleicht gerade noch was? Ich würde sagen, wir schauen uns noch mal. Wer war da noch mal wichtig für uns? Wir sollten uns noch mal Wiedwald angucken, denke ich mal. Den Namen kopieren. Wird da was finden? Eingerichtet, sehe ich nichts mehr. Na, was hat denn da jetzt gemacht? Ah, so. Gut, jetzt kann ich doch was sehen. So. Wiedwald. Schauen wir mal Werder Bremen dazu. Ah ja. Da sind auch wieder Spielszenen drin, müssen wir wieder aufpassen. Nicht, dass wir da wieder GEMA-Probleme kriegen. Deswegen habe ich da jetzt einfach mal den Ton ausgemacht. Also der war mal unsere Nummer 1, wie du siehst. So, ich halte das auch an, nicht, dass wir wieder GEMA-Probleme kriegen. Da habe ich nämlich keine Lust zu. Die besten 10 von Wiedwald 2015, 2016. Da ist wieder Musik drauf. Ich weiß gar nicht, warum. Da bringen die gar nichts drüber. Bringt das Video nicht so viel. Ja, so viel gibt es nicht. Dann gibt es hier noch deine Zukunft. Ganz wichtige 3 Punkte, die wir gestern eingefahren haben. Ja, wir wissen selber, dass die erste Halbzeit ganz schwach war. Zum Glück haben wir uns zum richtigen Zeitpunkt wieder gefangen und am Ende die 3 Punkte eingefahren. Natürlich waren wir mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Also klare Worte dann gefallen und ja, dann haben wir uns viel vorgenommen für die zweite Halbzeit und konnten das dann zum Glück bestätigen. Das ist gerade, weiß, kann ich jetzt nicht sagen. Freue mich, dass die Null zur Halbzeit gehalten habe und auch bis zum Ende gehalten habe. Und ja, ist wieder schön gewesen, meinen Beitrag zu lassen. Ja, schön, aus kurzer Distanz. Reaktion schnell gewesen und ja, mal schön so eine Parade zu zeigen. Durch die weitere Spielpraxis jetzt und durch die Erfolge kommt natürlich das Selbstbewusstsein wieder und es freut mich natürlich, meinen Teil da wieder beizutragen zu können. Das war natürlich keine leichte Zeit, wenn man das so sagen würde. Das kann man nicht einfach so beiseite legen. Ja, jetzt bin ich wieder drin und versuche meine Leistung zu bringen, was ich auch in den letzten Spielen getan habe und ja, versuche einfach der Mannschaft weiter zu helfen jetzt. Als ich nicht gespielt habe, war ich auch nicht am Boden zerstört. Jetzt bin ich nicht so euphorisch. Ich gebe weiterhin alles im Training, so wie ich das ja davor auch getan habe. Und spielt keine Rolle, ob ich jetzt die Nummer 1 wieder bin oder davor nicht war. Ich gebe immer mein Bestes und das versuche ich weiterhin abzurufen. Ich bin viel ausgetauscht. Meine Frau viel gesprochen, ist meine größte Kritikerin. Ja, ist auch wichtig, sich noch mit anderen Personen auszutauschen. Das habe ich schon in der Zeit getan, als ich gespielt habe. Und ja, das habe ich da beibehalten. Da kann man sich nicht sicher sein. Ja, ich habe einfach darauf gehofft, dass ich wieder spiele nach den Leistungen, die ich gezeigt habe. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Ja, es kann schnell gehen. Erst war ich draußen, jetzt bin ich wieder drin. Ich bin alles offen. Meine Zukunft liegt selber in meiner Hand, mit den Leistungen, die ich zeige, und alles wird sich in der nächsten Zeit dann ergeben. Ja. So, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der die Saison dann noch gemacht hatte oder ob der dann wieder weg war. Wir können da schon mal in die nächste Saison reingucken. Torwerte. Und sehe, dann war der nicht mehr da. Dann kam Nee. sogar damals der Dropny. Das wird das nächste Video sein. Da ist Cetera immer noch dabei. Da ist er schon 21, hat schon wieder keine Spiele gemacht. Der Wolf ist da wahrscheinlich immer noch verletzt gewesen, auch keine Spiele gemacht. Da hat der Öschlegel tatsächlich mal ein Spiel gemacht.
Und Drobny hat 10 gemacht. Da wird das auch nochmal so, dass wir nochmal gucken müssen, wer die anderen Spiele gemacht hat. Drobny kam damals vom HSV. Das werden wir uns aber beim nächsten Mal alles genau und gezielter angucken. Ja. Aber jedenfalls ist er da weg. Quasi. Das, warum, weshalb, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Liga-Erfahrung hat jetzt wirklich Claudio Pizarro 430 Spiele gemacht. Da kommt schon Clemens Fritz gar nicht mehr dran. Der hat 331 gemacht. Schon krass, ne? Die haben in den Das ist hohen echt krass. Fußballalter haben die noch gespielt. Wenn ich hier auf Kader bin, bin ich nicht so weit, muss ich hier einen runtergehen. War ich denn? Ich war hier. So. Also der Wiedwald ist dann wahrscheinlich weg. Zetterer hat da ein Spiel gemacht. Weiß nicht, ob sie den ausgeliehen haben. Das gehe ich mal von aus. Vielleicht haben sie den auch ausgeliehen gehabt in der Zeit. Der hatte auch mal eine Saison oder so mal Probleme mit der Hand gehabt. Irgendwie mit der Kahnbeinfraktur, was das irgendwie war mit der Hand. Das hat ihn mal echt lange rausgeschmissen. Ja, eigentlich unser Kader eigentlich auch nicht wirklich gut. Du konntest eigentlich froh sein, dass Pizarro eigentlich in seinem hohen Alter echt noch so torgefährlich war. Dass der echt noch gezündet hat. Entschuldigung, da. Dass er mit seinen 37 Jahren echt noch 16 Tore geschossen hat. Und das nur in 22 Spielen. Wahrscheinlich konnte da auch nicht alle mitmachen, weil er wieder verletzt war. In dem Alter ja auch nicht verwunderlich. Das musst du immer reinziehen. Da hat Claudio Pizarro uns eigentlich noch den Arsch gerettet, wenn du so willst. So, die Mannschaft war jetzt Ja. keine Übermannschaft, die wir da hatten. Hast ja gesehen, wir brauchten deutlich mehr Punkte, um denselben Platz zu erzielen. Das heißt, in der Saison waren die Mannschaften alle sehr stark. Das andere Thema für die nächste Saison machen wir im nächsten Video, weil ich sehe, mein Hase ist müde. Mein Hase schläft. Nein, dein Hase ist gerade wieder wach. Ja. Dann machen wir einen Purzelbaum und zeig dir mal, was hast du denn gerade gemacht, wo du abgehauen bist? Kind war aufgestanden. Ach, ich denke, der pennt. Der hatte Durst. Ich hoffe, der kriegt nicht wieder seine Milch. Nein, der hat Wasser gekriegt. Erst Zähne putzen und dann Milch Der trinken. hat Wasser gekriegt. Naja. Gut. Nein, Hase, das mache ich nicht. Ich sage euch erstmal allen Tschüss, einen schönen Abend noch oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wie ihr das Video seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder mal Lob? Schreibt es gerne unter die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video, aktiviert die Glocke. Ich meine, wir haben das lange schon nicht mehr gesagt gehabt. Wir stehen so bei 99 Abonnenten. Wäre schön, wenn wir mal über die 100 kommen würden. Oh Also ja, das Leute, wäre es. lasst mal bitte ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dieser Kanal, der ist dynamisch, der lebt. Man kann auch gerne Wünsche reinschreiben oder Verbesserungsvorschläge, sofern das monetenmäßig umsetzbar ist, sage ich mal immer. Versuchen wir alles zu verbessern und umzuändern. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bis auf zum nächsten Video und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ansonsten noch einen schönen Abend.